Heute beschreibe ich den zweiten Tag dieser zweitägigen Etappe, wo einer der Höhepunkte in der Rettenschlacht ist. Ich wollte ihn schon so lange sehen und habe mich gefreut, den Aufstieg vor mir zu haben. Auf dem Weg habe ich eine Tanne gesehen mit riesen Nadeln. Was das wohl für ein Baum ist? Kunstwerk am Wegesrand. Auch das ist Kunst. Hier hat man einen Rundblick, wo vor Millionen von Jahren der Neckar geflossen ist. Rund um diesen Hügel, man kann sich's kaum vorstellen. Wunderbare Ausblicke auf den Weg. In die Margaretenschlucht führt ein Pfad, und zwar ein ganz enger Pfad schlängelt sich um die Schlucht herum. Er ist von Seilen befestigt und man sollte ihn eigentlich nur bei wunderbarem Wetter gehen. Aber dann ist es herrlich. Später geht man durch Bärlauchwälder, es duftet noch Knoblauch. Und endlich habe ich diesen Zitronenfalter aufnehmen können. Der hat mich lang begleitet, aber er ist nie sitzen geblieben. Aber hier hat er sich auf eine Blume gesetzt und hat sich fotografieren lassen. Danke, Zitronenfalter. Hier ist ein Beispiel, wie man ins Erdaltertum gucken kann, indem man einen Zug darstellt. Saurierspuren am Wegesrand. Am Schreckhof erreicht man dann den Kalk, den Muschelkalk, 240 Millionen Jahre alt. Und da gibt es eine besondere Vegetation, besondere Pflanzen, die es sonst nicht überall gibt. Der Schreckhof hat auch eine Gaststätte, wo man gut einkehren kann. Und hier sieht man zurück auf diese Ansammlung von Häusern zum Schreckhof.